Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und auf diesen Mann freue ich mich bestimmt seit den 90ern. Sein aktuelles Produkt, was ich euch ans Herz lege, ist Wiegald Bonings großes Quiz der Absurditäten. Es gibt es im Buchhandel, wir reden drüber. Ich freue mich so sehr. Wiegald Boning, wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's ausgezeichnet. Ich bin gesund und zahlungsfähig, sitze zu Hause im Büro vor meinem Laptop und hab noch einen kleinen Kaffeerest, an dem ich jetzt nippe. Das große Quiz der Absurditäten ist ein Spiel, ne? Das ist ein Spiel. Ich hab's aber gerade erst selber mit der Post bekommen. Ich hab's mir noch gar nicht wirklich eingehend angucken können, geschweige denn eine Testrunde spielen mit irgendjemandem. Also ich kann das jetzt nur optisch beurteilen und es macht einen sehr gediegenen, sehr guten Eindruck. Texte sind ja auch von mir. Es geht auf jeden Fall um ganz viel unnützes Wissen, ne? Ulkige Fragen und noch persönliche Geschichten sind auch noch dabei, ne? Sind dabei, ja. Also wenn ich irgendwas in den letzten Jahrzehnten beim Fernsehen gelernt habe, das ist, also neben Reiselogistik, vor allen Dingen auch einen gewissen Sinn für Skurrilitäten und für bemerkenswerte Anekdoten. Und das Bemerkenswerteste aus beiden Welten habe ich zusammengetragen und steckt in diesem Quiz. Das ich nur grundsätzlich empfehlen kann. Allen Leuten, die auch nur ein Fünkchen guten Geschmack haben. Und die anderen auch natürlich. Und zwischen diesem Moment, dass du das jetzt in der Hand halten kannst, zurückgesprungen, als die Idee entstand. Ja. Sind das 6 Wochen, 9 Jahre? Wie lange war das? Ja, ein Jahr. Also der Verlag spielt natürlich auch eine Rolle. Der hat auch einen wesentlichen Beitrag zur Idee. Und darüber sprachen wir mit dem Verlag das erste Mal Anfang Februar letzten Jahres. Also im Grunde ein Jahr und ein paar zerquetschte. Und es gibt interessante Fragen, die gelöst werden. Lass uns mal über eine reden. Welche Funktion haben denn nun Heringspupse? Da bin ich jetzt erwischt. Kommunikation ist das selbstverständlich. Klar, also die unterhalten sich mit Fürzen, so wie auch Menschen jüngeren Alters bisweilen auf dem Grundschulpausenhof. Da gibt's das auch. Aber bei Heringen sind es noch mehr Themenbereiche, die abgearbeitet werden, als auf dem Pausenhof. Wir reden gleich nochmal drüber. Lass uns erst bitte über RTL Samstagnacht sprechen. Ja. Der Schulhof. Dort war ich, als du auf Platz 1 der deutschen Charts warst mit Olli Dietrich und den Doofen, die ja bei RTL Samstagnacht geboren wurden. Und wir hatten früher eine Mini-Playback-Show im Musikunterricht. Ja. Das war aber das große Finale des Schuljahres. Und ich war du. Ach so. Ah. Ihr habt also Doofenlieder gesungen. Wir beide haben den ersten Platz geholt. Na prima. Freut mich sehr. Ja. Du in den Charts, ich bei der Mini-Playback-Show meiner Schulklasse. Das war schön. Bis heute frage ich mich, wie das entstanden ist. Wie das möglich war, wie das Momentum entstehen konnte, dass ihr mit diesem wirklichen Welthit Mief wirklich geschafft habt, dass die Leute gehört haben, wie geil das ist. War das für euch zu glauben, dass das Ding auf die 1 geht? Ich weiß, euer Ziel war Platz 0. Sowohl Olli wie auch ich hatten furchtbar erfolglos verlaufende Solo-Musikantenkarrieren bereits hinter uns. Also ich glaube, ich habe 5 LPs rausgebracht, die immer weniger verkauften. Es ging mit 600 los und am Ende waren es, ich glaube, knappe 200. Das waren aber alles Belegexemplare. Und Olli hat auch als unter dem Pseudonym Tim eine legendäre erfolglose Schallplatte bewerkstelligt. Wir trafen uns dann bei meinem letzten Soloalbum, Wiegald Boning und die Doofen hieß das schon, Langspielplatte. Co-Produzent war Olli. Und Olli hatte die Idee, dass man dieses Doofheitsthema mit Werf vorantreiben müsste. Er hat dann auch so Aufkleber entworfen, da stand drauf, sei schlau, sei doof und sowas. Und damit gingen wir zur Schallplattenfirma und die zeigten uns einfach nur einen Vogel. Die sagten, was soll das? Soll das lustig sein oder wie? Also die hatten noch nicht richtig den Sinn dafür. Wir wussten ja selber noch nicht so ganz genau, worauf wir hinaus wollten. Dann ging Samstagnacht los. Wir mussten Content providen, wie man heute sagen würde. Also wir brauchten Inhalte für diese Sendung. Und dann dachten wir, ja, wir sind ja nun eigentlich auch erfahren, was lustige Musik angeht. Und sei schlau, sei doof ist ja eh unser Motto. Also nennen wir uns doch jetzt einfach die Doofen gemeinsam. Und ja, das war von vornherein ab dem ersten Moment ein durchschlagender Erfolg. Dass wir auf Platz 1 kommen würden, da hatten wir allerdings nicht wirklich mitgerechnet. Also Top 20. Das ahnten wir schon, aber Nummer 1 nicht wirklich. Nein.
Es gibt diese legendäre Geschichte, diese Bühnenanekdote, dass Slash, der Gitarrist von Guns N' Roses, und Jon Bon Jovi himself an der Seite stehen, während ihr als Vorband, weil ihr zu dem Zeitpunkt Platz 1 wart, standet. Und die beiden sollen völlig fassungslos gewesen sein. Stimmt das? Das ist verbürgt. Ich habe selber nicht gesehen, nur im Augenwinkel, weil ich musste mich ja nun aufs Publikum vorne konzentrieren. Olli hatte gerade gefragt, seid ihr alle doof? Ich glaube, das war in Bremen im Weserstadion. Voll. Weil wir waren ja Vorband von Bon Jovi. Also, seid ihr alle doof? Ja! Und dann spielten wir FKK. Ich fing an mit meiner Blockflöte. Und dann soll schon nach dem Blockflöten-Intro Jon Bon Jovi gefragt haben, what the hell is that? Ich meine, das war seine Vorband. Der war vielleicht irritiert. Wen hat man ihm denn da untergejubelt? Und Slash soll dann mit den Schultern gezuckt haben, well, it's number one in Germany. Ist eine bestechende Anekdote, finde ich noch heute. Ja. Finde ich auch ganz wunderbar. Und ich kenne auch niemanden aus der Zeit, der den Text nicht bis heute noch kennen würde. Neben Mief habt ihr aber einen Song, den fand ich so großartig und auch die Melodie so schön, dass ich mich ganz oft gefragt habe, warum habt ihr diese Melodie nicht für einen wirklich tollen Text genutzt? Ich habe auch mit befreundeten Musikerinnen und Musikern darüber gesprochen, die haben gesagt, die haben diesen Text benutzt, weil die Melodie so schön ist. Und ich rede natürlich von Der lila Launebär hat keine Sendung mehr. Der lila Launebär hat keine Sendung mehr. Ja, also das ist natürlich ein großes Lob. Ich fühle mich extrem geehrt, weil aus Deutschland kamen ja schon viele tolle Melodien. Also das ist ja schon Beethoven, hat ja auch schon das eine oder andere gut zusammengebastelt. Aber auch Stockhausen wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das ist ja das Land der Melodien. Umso schöner, dass der lila Launebär so gut gefällt. Es gibt ja Leute mittlerweile jüngeren Alters, die wissen gar nicht, wer der lila Launebär ist. Ja, ich müsste mich selber auch erstmal noch wieder kundig machen. Ich habe lange nicht mehr mir jetzt Binge-Watching-mäßig sein Oeuvre zu Gemüte geführt. Müssen wir mal wieder machen. Gute Anregung. Ich kann es nur empfehlen. Aber besonders habe ich mich gefreut, dass bei dem letzten Prinzenalbum die Doofen mit am Start waren. Und ihr habt etwas gemacht, das gab es für mich so auch noch nie. Mief und Schweinsein habt ihr gemash-upt. Und, als würde das nicht reichen, habt ihr quasi eine Reggae-Ska-Punk-Version draus gemacht. Mit klassischem orchestralen Intro. Ja. Ich fand das alles so großartig. Wie kam es dazu? Und wie galt, wann singst du endlich wieder? Also Olli und ich, wir kriegten die Anfrage von dem Prinzen, ob wir Lust hätten, da mitzumachen. Olli rief mich an, fragte, ich musste dann nicht lange überlegen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Also einerseits eine Ehre für die Prinzen mit dabei zu sein, weil die waren ja zur selben Zeit wie wir auch ungefähr unterwegs. Ich weiß, dass wir uns dann hinter den Bühnen unterhalten haben und wir sind so etwas Zeitgenossen. Und mit Olli wieder zusammen Sachen zu unternehmen, das war natürlich auch eine spannende Geschichte. Also das ist ja, wie man so eine Tür zur Vergangenheit auftut. Manches ist da noch erkennbar. Also wie zum Beispiel, ich bin eben erstmal in so ein Lokal gegangen zum Mittagessen und das Erste, was er dem Kellner sagte, war, für mich bitte kein Paprika. Ich habe schallend gelacht, weil ich in den 90ern diesen Satz etwa 250.000 Mal gehört habe aus seinem Mund. Und es wurde auch kein Paprika geliefert. Also von daher war das dann ein guter Tag, der sich anschloss. Bin explodiert vor Freude. Es hat mir so gut gefallen. Und viele denken auch mit viel Liebe im Herz zurück an Clever, die Show, die Wissenschaft, 2004 bis 2008 mit der großartigen Barbara Ehlichmann. Sie war hier auch schon zu Gast und hat mit viel Liebe über diese Zeit gesprochen. Wie geht's dir, wenn du daran zurückdenkst? Barbara Ehlichmann war natürlich jemand, den wir bei RTL Samstagnacht immer mal so ein kleines bisschen auf den Arm genommen haben. Und als dann eines Tages das Telefon klingelte und ich hörte, hallo, hier ist Sat.1, wir würden gerne eine Wissenschaftsshow mit Barbara Ehlichmann machen, habe ich doppelt gelacht. Einerseits, weil bei mir in der Schule naturwissenschaftliche Fächer, speziell Chemie und Physik, nicht so ausgeprägt waren. Also ich habe Großteil dieser Fächer im Café Klinge in Oldenburg am Julius-Mosen-Platz verbracht und dort kaffeesiert. Und dann wegen Barbara Ehlichmann halt. Wir hatten dann aber großartige Zeiten, haben sehr harmoniert. Das machte großen Spaß, die Sendung zu machen. Und ich bin darüber hinaus an sehr ungewöhnliche Orte gekommen. Also in Konstanz zum stärksten Magneten der Welt. Red Bull Air Race in Rio de Janeiro, Parabelflug. Also das ist der große Mehrwert für mich, neben dem Spaß am Produzieren eben auch diese Orte, die ich kennenlernen durfte. Das war toll. Du warst bei der Legende der ersten Staffel von Last One Laughing mit dabei. Und als ich dieses Plakat damals gesehen habe und gesehen habe, Wiegald Boning,
und Mirko Nonchef in einem Format, bei dem niemand lachen darf, das wird ein absoluter Traum. Wie war das damals für dich? Ich glaube, es war auch etwas länger her, dass du Mirko vorher gesehen hattest, ne? Für mich war das natürlich gar kein Traum, weil ich wusste, dass ich relativ früh rausfliegen werde, und zwar wegen Mirko. Also ich kenne Mirko oder kannte ihn gut und wusste genau, ich habe da nicht den Hauch einer Chance. Ich muss mich irgendwie auf die trübsten, düstersten, schlimmsten Geschichten konzentrieren innerlich. Nur dann werde ich überleben. Was mich allerdings dann auch leider davon abhielt, selber irgendwie etwas Unterhaltsames beizutragen. Also ich konnte meine Kollegen nicht in Gefahr bringen. Ich war immer nur Catenaccio-artig damit beschäftigt, mein Tor sauber zu halten. Das hat aber nichts genützt. Irgendwann ging Mirko einfach nur an mir vorbei und ich grinste genug, um rauszufliegen. Ja, habe ich Mirko doch gesagt, das ist einfach nicht fair. Und ich habe ihm aber auch noch liebe Sachen gesagt. Und das ist auch schön, weil wenig später war er tot. Das war natürlich ein großer Schlag. Ist immer noch kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass der gar nicht da ist. Ich lehne diesen Gedanken auch ab. Er ist weiter da. Also er schaut jetzt auch gerade hier zu. Er sitzt überm Laptop oder hinterm oder unterm. Er hebt den Laptop hoch, damit ich besser sichtbar bin. Er ist hier irgendwo. Ich spüre es. Er ist vorhanden. Ich hoffe es zumindest. Das fand ich auch schön bei der RTL Samstagnacht Reunion. Auch da habt ihr Mirko natürlich einen schönen Moment, einen großen Moment eingeräumt. Auch da war er dabei. Ja, soweit die Vergangenheit. Wie sieht die Zukunft aus? Wie sind die Pläne? Meine Zukunft? Ich bin ja unter die Sportler gegangen, jetzt eigentlich auch schon seit 2 Jahrzehnten. Gegenwärtig bin ich mit einem interessanten Projekt beschäftigt, dass ich jeden Tag schwimmen gehe, draußen. Ich bin bei Tag 246 jetzt. Ich weiß nicht genau, wann das ausgestrahlt wird. Also vielleicht sind noch ein paar mehr dazugekommen. Keine Ahnung, oder wann man es anschaut. Womöglich bin ich schon in den 300ern oder den 400ern. Jedenfalls, wenn ein Jahr vorbei ist, schreibe ich die ganze Geschichte auf und daraus wird dann wieder ein Buch. So, und das ist schon mal ein Projekt, das mich große Demut gelehrt hat, weil ich dachte mir, wenn es dann richtig kalt ist, dann kann ich die Strecken ja über die 10 Minuten vielleicht hinaus verlängern, die ich im Ammersee oder sonst wo verweile. Aber Pustekuchen, nein. Also im Moment bin ich gerade in einer ganz harten Schaffenskrise. Ich gehe weiterhin jeden Tag ins Gewässer, friere dort vor mich hin, ziehe mich dann wieder mit einem Strichmund an und warte, dass das Wasser wärmer wird. Aber ich habe mir sagen lassen, das wird erst Ende April etwas. Also ich habe noch Zeit vor mir. Können wir denn hoffen, dass, wenn Ende April ist, vielleicht auch ein bisschen mehr von Krokodil im Herbst kommt, der letzte neue Song von Die Doofen? Oder ist das Doofen-Projekt aktuell abgeschlossen? Mit den Doofen, das ist so eine Geschichte. Ich glaube durchaus, dass das möglich ist, dass wir nochmal auftreten. Wir haben uns vorgenommen, dann gemeinsam aufzutreten, wenn die Altersarmut dazu zwingt. Also wenn man uns dereinst an der Kurmuschel in Westerland auf Sylt sieht, dann weiß man, warum da zwei ältere Herren stehen und nämlich jetzt auch, wenn ich denke, singen. Das ist auch sehr schön, gemeinsam mit Olli etwas zu unternehmen. Aber wir beide haben nicht den Eindruck, dass das ein Beitrag ist, der jetzt die Welt so voranbringt, wie wir es in den 90er Jahren geschafft haben. Verstehst du, was ich meine? Das ist, also Nostalgie ist eine feine Sache, aber ich habe dann doch mit einem gewissen Schmunzeln diese ganzen Sendungen von früher im Fernsehen gesehen. Ich meine, wir haben ja selber mit RTL Samstagnacht das Wiedersehen einen Beitrag zu dieser Welle geleistet. Aber mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, neue Inhalte zu schaffen. Also das war schon früher so und ich hoffe, dass ich das noch einige Jahre weiter so halten kann. Ehe ich dann doch in der Kurmuschel auf Westerland neben Olli stehe und nämlich jetzt auch, wenn ich stinke, singe. Ich bitte um Verständnis, dass das noch Zeit hat. Und damit Wiegald weiterhin in der Zukunft relevant ist, schaut auf, was er noch so macht, was er treibt. Und da kommt bestimmt noch viel. Jetzt erstmal gibt es Wiegald Bonings großes Quiz der Absurditäten im Handel. Ich freue mich, dass er heute zu Gast war. Wiegald Boning in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Danke dir für deine Zeit. Gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, doof sein ist manchmal easy. Man hat mal gesagt, einmal richtig doof angestellt, spart 3 Stunden Arbeit.
Und ich kann bestätigen, ja. Ist richtig. Ja, das stimmt absolut. Wir sehen uns morgen, wie jeden Tag zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die Abschlussworte, die heutigen von Wiegald Boning. Bis dann. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was ich noch nie in eine Kamera gesagt habe, ist ganz einfach. Der Grund dafür ist, dass diese Box erst unlängst, jetzt gerade, mit der Post gekommen ist. Ich habe selber noch gar nicht reingeschaut, aber ich sag jetzt einfach mal, das ist ein ganz, ganz vortreffliches Geschenk an einen selber oder auch an andere. Man kann es gemeinsam spielen. Viele lustige Fragen sind drin mit erhellenden Antworten. Also Wiegald Bonings großes Quiz der Absurditäten. Fragen und Anekdoten zu Blödsinn aus aller Welt. Steht drauf und das ist auch drin. Danke sehr. Beinharte Werbung. Ich muss abwerten, das gefällt mir noch immer schwer. Auch im 56. Lebensjahr muss ich mich immer kurz überwinden, wenn man sowas in so eine Kamera hält. Aber es funktioniert langsam.